Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von LS17 hier aus Norgecrest Valley. Und heute ist es endlich soweit. Wir wollen heute am Sonntag quasi, wie ihr seht, mittags war muss dringend runter, wollen wir endlich die Sojabohnen ernten. Und da wollte ich jetzt vorhin hier guten Gewissens losfahren und habe festgestellt, der Mähdrescher hat leider eine kleine Macke. Und zwar ist hier irgendwas, ich kenne mich da technisch nicht so aus, mit dieser Abtankfunktion ist kaputt, läuft nicht mehr richtig, muss mal geprüft werden. Und demzufolge habe ich mit dem Maschinenhändler telefoniert und er hat gesagt, ja, wir werden schon was finden, nächstes Mal vorbeikommen. Weil die Sojabohnen müssen hier runter, sonst werden die schlecht. Und deswegen werden wir jetzt mal eben schnell zum Händler hineilen und gucken, ob der was für uns da hat. Sind jetzt keine neuen Modelle oder so, aber irgendwas hat er gesagt, wird er schon so auf die Schnelle für uns hinkriegen. Naja. Ist ja Sonntag, wir hatten eben Frühshoppen. Ne, ihr wisst. Weil die Sojabohnen müssen dringend runter, weil wir brauchen das Zeug. Und zwar werden wir das ja auch nicht nur verkaufen, sondern hier in Norgecrest Valley hat sich ja was getan. Da rechts sieht man es schon. Aus Norgecrest Valley kommt zukünftig die beste Sojamilch, die ihr euch vorstellen könnt. Wir gehen schon mal ganz kurz hin, wir gucken uns das später nochmal genauer an. So, hier seht ihr gerade den wahren Eingang. Ein paar Sojabohnen sind schon drin. Da muss jetzt noch Wasser und Treibstoff rein. Das machen wir dann bei Gelegenheit. So, und am wahren Ausgang haben wir Gülle, unsere gute Sojamilch und Schweinefutter. Das Schweinefutter ist jetzt leer, weil wir das direkt hier abpumpen in den Container. So, da wird sie produziert. Die weltbekannte Norgecrest Valley Sojamilch. So, da läuft schön rein. Wir haben da einfach mal investiert, weil ich sag ja von Anfang an, in Soja liegt die Zukunft. Und da gehen wir jetzt in Sojamilch. Hier müssen wir Wasser auffüllen, da kommt Schweinefutter raus. Hier können wir die Gülle abholen. Hier können wir die Milch abholen und auf der anderen Seite füllen wir Wasser ein. Ne, hier füllen wir kein Wasser ein, hier füllen wir Sprit ein. So, dass wir da ja, Sojamilch bekommen. So, wir können eigentlich mal erstmal, fällt mir gerade ein, wo wir gerade schon mal hier sind, füllen wir doch mal eben. So, wir müssen mal umschalten auf den wahren Eingang. Bringen wir mal eben Wasser und Treibstoff dahin. Dann kann die schon mal so ein bisschen weiterarbeiten mit dem Soja, den wir schon haben. Vielleicht schwitze ich auch mal so ein bisschen den Korn von heute Morgen aus. Hier Frühshop. Och, der war wieder. Puh. Ja, das ist schon hart hier auf dem Dorf am Sonntag. Der ein oder andere macht das kennen. Oh je, wo habe ich denn bloß einen Träger hingestellt? Ich weiß das nicht. Gebt mir irgendeinen Träger. Tja, ja, was haben wir denn zum Schluss gemacht? Die stehen wahrscheinlich alle unten am Haupthof quasi. Oh, ich ras mal quer durchs Gras. Es hat sich gereimt. Toll, oder? Wir nehmen mal den JCB. Ein bisschen den großen Massey Ferguson haben wir verkauft. Also wir haben jetzt noch den JCB, den John Deere und den MB-Truck hier als Hauptgeräte quasi. Am Schweinehof, wisst ihr, steht noch so ein kleiner Case.
Ja, Teleskoplader, klar, für alle Fälle immer noch. So, dann bringen wir erstmal ein bisschen Wasser dahin. Und ja, ich weiß, dass es Universalfässer sind. Also bevor jetzt der Nächste gleich sagt, wie für jeden eins. Ihr seht das dann schon gelb, weiß und blau. Ich mag das aber, wenn die farblich oder unterschieden sind. Und ich möchte nicht unbedingt leckere Sojamilch trinken, in dem Bewusstsein, dass da vielleicht kurz vorher Diesel mittransportiert worden ist. Aber das kann natürlich jeder halten, wie er möchte. Noch schöner ist es, wenn irgendwann ein Grüner dazukommt, weil Grün ist bei mir immer Gülle. Ich meine, das mag Landsojamilch sein, aber übertreiben wollen wir es dann ja auch nicht. Ja, die Sojamilchproduktion gehört natürlich nicht mir, aber wir haben da ja schon Anteile dran gekauft. So wie wir uns in naher Zukunft oder in naher oder etwas fernerer Zukunft, weiß ich nicht genau, natürlich auch Anteile an der Biogasanlage kaufen werden. Sodass wir die dann auch beschicken. So, dann wollen wir hier mal hinten. Das hat noch nicht ganz gereicht. Ich will hier nicht in den frisch gedrillten Weizen, Gerste. Also hier haben wir nochmal Gerste. Ja, wenn die Sojabohnen runter sind, haben wir nämlich eine Gersteoffensive. Da haben wir richtig viel Gerste zu ernten. Wichtig noch bei den, bei dieser Sojafabrik, also die gibt es bei Mahu auf der Seite. Wir müssen mal eben umdrehen, ich glaube ich schneide das alles wieder raus. Die hat Öffnungszeiten, das heißt wenn die Tore zu sind, da produziert er auch nichts. Nicht wundern, die gehen dann zu. Es gibt die auch als frei platzierbare Version, da funktioniert aber das mit den Toren und mit den Öffnungszeiten nicht. Also ich habe die per Giant City Tour eingebaut, wie man ja auch sieht. Nicht ganz so formschön, aber findet man Platz auf so einer Map. Die gibt es auch als frei platzierbare Version. Die habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ist im Grundsatz, funktioniert die natürlich ganz genauso. Was vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen ist, steht aber auch dabei, ist, füllt das Wasser jetzt auf? Ja. Dass der Milchtransport nur mit diesen Universalfässern geht, jedenfalls bisher, die es auch beim Mahu gibt. Hier seht ihr übrigens auch die Öffnungszeiten. Ne? Der Wareneingang ist von 0 bis 12. Also von 0 bis 12 kann man da anliefern und von 7 bis 19 Uhr kann man abholen. Ansonsten sind die Tore zu, man kann auch nichts abladen und nichts. So, wie gesagt, die Universalfässer und man braucht natürlich, dann kann man sich jetzt auch in eine bestehende Station natürlich eintragen, aber es gibt bei Mahu eben auch diese Milchtrigger. Oh. Die gibt es ja, wie gesagt, kann man bei Mahu runter und da kann man auch unter anderem seine eigene Milch dann verkaufen. Also da kann man sich wiederum das Schild hinstellen, dass die Milch nicht mehr automatisch abgeholt wird, wie das ja viele. Ah, oh, ich muss mal im Moment. Meine Güte, Entschuldigung. Wie das ja viele aus dem 15er noch kennen, da kann man eben das Schild hinstellen, dass die Milch nicht mehr automatisch abgeholt wird. Und dann kann man die Milch eben selber wegfahren. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Lass die normale Milch noch automatisch abholen, weil die Zukunft steckt in Sojamilch. Und da werden wir ganz groß rauskommen. Aber ganz groß werden wir da rauskommen. So, wir haben noch eine Portion. Und ist halt wieder so ein kleiner Schritt mehr, um den man sich kümmern kann. Und ich finde das, wie gesagt, ganz okay. Verkaufen werden wir die Sojamilch, weil ihr es interessiert. Also haben wir einen Vertrag oben mit Ride Agribusiness. Da seht ihr oben drüber schon leicht verschoben. Milchverkauf. Die handeln also den Handel mit unserer Sojamilch. Wir versuchen noch mehrere Unternehmen hier am Ort zu überzeugen, aber die wollen noch nicht so recht daran.
Ja, also wo ich gefragt habe, viele Sojamilch, so ein Schnickschnack hier, wir trinken Coca-Cola. Ja, wir sind hier ja quasi in den USA noch. Aber wir hoffen, dass wir nach und nach vielleicht noch andere überzeugen können. Und natürlich auch ihr seid herzlich eingeladen, mal unsere Sojamilch zu probieren. Gibt's in ausgewählten Fachhandel. Manch einer mag jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen teuer, aber so teuer ist die nicht. Also 12,80 für einen halben Liter Sojamilch, das ist bei der Qualität absolut gerechtfertigt. Ihr kauft ja auch nicht irgendwas, ne? Also da kann man ruhig mal sagen, okay, die Gesundheit ist es mir wert. Und diese Sojamilch, die hilft also auch gegen Schweißfüße und überhaupt. Lecker, lecker. Also die Sojamilch, nicht die Schweißfüße. So, da oben sieht man auch das Display, jetzt sind 33.000 Liter drin. Er ist natürlich so noch quasi die Erstausstattung. Ich hatte auch ein bisschen Sojabohnen noch im Lager, die ich ja testweise mal reingeschüttelt habe. Das heißt, wir werden also die Sojabohnen logischerweise von dem großen Feld, was wir dann abernten, nicht komplett verkaufen, sondern einen Teil werden wir natürlich einlagern für diese Produktion hier. Und ihr seht, Wasser ist jetzt zur Hälfte voll. Das mache ich dann aber mal später weiter. Jetzt holen wir dann erstmal noch ein bisschen Diesel. Weil jetzt hier 10 mal hin und her zu fahren, ist jetzt auch nicht höchst spannend. Kann man sich vielleicht auch sonst für die erste Stelle mal so ein ganz großes Fass mieten. Das ist jetzt so das mittelgroße Fass. Jetzt werde ich noch eine Ladung Diesel hinbringen, dass man das auch mal gesehen hat. Und dann sehen wir natürlich zu, dass wir den Mähdrescher kriegen. Weil die Sojabohnen runter müssen. Ganz wichtig. Sojabohnen mit OJ, ganz wichtig. So. Diesel, 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 Diesel. Wieso ist denn da Wasser drin? Im Dieselfass. Na gut, dann müssen wir das Wasser doch noch eben wegbringen. So viel zu meinem, ich will das nicht vermischt haben. War gut, dass ich das nochmal erwähnt habe. Ich weiß, wie das reinkommt. Ich glaube, ich stand ein bisschen beim Auffüllen. Ich habe das ja am Hof aufgefüllt und dachte wahrscheinlich, ich habe Diesel aufgefüllt und überhaupt hat er Wasser aufgefüllt. Doof. Und ich klappt das, weil ich habe festgestellt, mit den Universalfässern an der Tankstelle habe ich da keinen Sprit reingekriegt. Da muss ich echt mit dem Kleinen fahren. Naja, mal gucken. Gucken wir uns das nochmal eben genauer an. Und wenn, müssen wir echt mit diesem kleinen Tankanhänger fahren. Das wäre sportlich. Oder gucken, ob wir noch irgendwo eine andere Tankmöglichkeit finden. Naja, mal sehen. So. Dann ist noch einmal Wasser drin. Super. Jetzt ist er leer. Jetzt gucken wir mal, dass wir da nochmal Diesel reinbekommen. Weil der Diesel, der jetzt schon drin ist, den habe ich mit diesem kleinen Anhänger, der ja standardmäßig dabei ist. Und ich bin mit dem Universalfass an eine Tankstelle in der Ortschaft gefahren und habe da keinen Träger gefunden, den aufzufüllen. Hier dann schon an meiner Hoftankstelle, aber das wird dann der Wasserturm gewesen sein.
So, hier würden wir jetzt tanken. Mal gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen näher rankommen. So, ja, das ist tanken. Tanken nutzt mir jetzt nichts. Ich will was ins Fass reinbekommen. Also da muss ich nochmal gucken, dann eventuell nochmal nach einer anderen Tankstelle suchen. Gut, ja, da sieht man mal, irgendwas ist immer, was nicht funktioniert. Vielleicht bin ich auch zu doof dazu. Hier abladen. Ja, was soll ich denn hier abladen? Ist ja nichts drin. Gerät zuerst auffüllen. Ja, so schlau war ich auch schon. Tanken ist tanken. Gut, dann füllen wir den Sprit später auf. Das funktioniert dann auf jeden Fall, wenn ihr hier unter Diverses guckt, zum Glück haben wir ein bisschen Geld auf dem Konto, dann nehmen wir uns hier den normalen Tankauflieger erstmal. Zack. Machen den aber auch gelb. Weil mit dem geht das auf jeden Fall. Den holen wir dann aber später. Ja, und mit dem Fass gucken wir nochmal weiter, ob wir da noch eine Tankstelle für finden. Irgendwo wird schon. So, den erstmal wieder hin. So, jetzt hüpfen wir mal eben zu unserem Moped. Dass wir zumindest mal den Mähdrescher noch zum Felde kriegen. Hallo, Klaus. Ja, ja. Ich kenne sie alle. Den Klaus, den Günther, den Martin, ja, den Martin kenne ich nicht, aber den lerne ich auch noch kennen. Der lernt mich auch noch kennen. So, du. Ah, da, guck. Der Sepp kommt jetzt aus der Kneipe erst raus. Zis. Da bin ich hier schon wieder voll in Action. Es ist unfassbar. Blinken. Die können hier auf dem Dorf aber auch trinken, sag ich euch. Das hört ja nicht mehr auf, hört das ja nicht. Das ist schlimm. Ups, oh. Ja, gut, ich bin nicht so ein Pro bei solchen. Ich weiß gar nicht, können wir hier anhängen eigentlich? Wäre auch zu schön gewesen irgendwie. Oder zu verrückt, keine Ahnung. So. Er hat extra für mich aufgemacht hier auf dem Sonne, hat gesagt, ich soll mal um 11:30 da sein. Ihr seht, hervorragend gepasst. So, moin. So, und dann gucken wir mal. Erntemaschinen. Und dann hat er nämlich gesagt, ich soll mal so einen großen Fan nehmen. Mieten wir uns natürlich. Mal gucken, was der mietig kostet. 43, ja, ja nichts so mieten. Jawohl. Dann brauchen wir natürlich auch ein Schneidwerk dazu. So, mieten wir uns auch. Auswählen. Mieten. Ja. Und natürlich einen Schneidewerkswagen. Schneidewerkswagen. Ausverkauft. Wo stellt man sich einen Schneidwerkswagen vor? Eigentlich bei den Schneidwerken, oder nicht? Oh, Schneidwerk. So, den mieten wir uns auch. Den machen wir dann auch mal
grün, weil es so schön ist. Und mieten die Geschichte. Jawohl, 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 ja. So, tschüss. Ja, ich bringe ihn unbeschadet wieder, na klar. So, 1000 Liter Sprit im Tank dürfte lang. So, die Fendrescher gibt es übrigens schon ziemlich lange und wer die auch sucht. Die sind vom Mod-Hub. Und ich wollte die jetzt endlich einfach auch mal ausprobieren. Endlich einfach. Weil einfach ist. So. Da ist es drauf. Hängen wir die ganze Geschichte mal an. Ja. Das, gut, ja, oh, geht doch. Eben war er da. Hätte mich jetzt auch gewundert. So, und dann geht's auf die Bahn. Freie Bahn mit Marzipan. Die Leute parken hier aber auch wieder. Komme ich doch nie drum, komme ich da doch nicht. Das ist aber auch ein Hof hier. Bürgersteig hübbeln hier. Gucken, dass wir an dem Stein vorbeikommen. So, jetzt haben wir es geschafft, aus diesem fürchterlichen Irrgarten rausgefunden. Und dann geht das mal runter zum Feld, ne? Ich fahre jetzt absichtlich auf der linken Spur, nicht so den meckern, aber mir ist aufgefallen, wenn die Leute von rechts rauskommen, ist scheißegal, ob man auf der rechten Spur fährt, die fahren einfach die Karre. Die sind da völlig schmerzbefreit hier in Neuengrass Valley. Ich glaube, die sollten alle mal mehr Sojamilch trinken. Im nächsten Part werden wir, ja, dreschen und werden dann auch auf jeden Fall mal einmal, um das auch zu zeigen, einmal Diesel auffüllen. Und wenn auch einmal Sojamilch wegbringen, damit das auch mal gesehen ist. Das ist jetzt nichts Aufregendes, aber dann hat man das wenigstens auch mal gesehen. Wir fahren jetzt einmal zum Feld hin. Wir gucken uns das Ganze auch noch gerne mal von innen an. Ne? Spartanisch, schlicht, wie sich das gehört. Aber schön gedämmt ist er. Also drin hört man ja fast nichts. So, 23, 24, wie gesagt, ist Gerste drauf. Vorne links auf dem großen, ich habe die Nummer gerade im Kopf, ist auch Gerste drauf. Das heißt, wir kriegen demnächst mal eine richtig
massive Gerstenaktion, ich erwähnte es ja schon. Und die Sojabohnen sind vorne rechts. Da müssen wir gleich mit dem Drescher hier noch ein kleines Hügelchen hoch. Will mal hoffen, dass er das schafft. Aber ist ja Fan, ne? Sollte das eigentlich schaffen. So, hier die links die Gerste in ihrer ganzen Pracht. So, nach hinten sehe ich jetzt gerade nicht viel. So, gucken, dass wir möglichst viel Schwung mitnehmen. Obwohl, viel von Schwung zu reden, ist hier natürlich so eine Sache. Da kann schon mal aus, das spart auch. So, und hier sind unsere schönen Sojabohnen. Dann werde ich jetzt hier alles mögliche. Wir können das Schneidwerk aber zumindest nochmal anhängen, ne? Dann machen wir das in diesem Part noch. So, den schon mal hier ab. Da können wir, glaube ich, stehen lassen. Wir gehen schon in Arbeitsmodus, weil ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wisst. Die meisten wahrscheinlich schon. Im Arbeitsmodus hebt der vorne noch etwas weiter das Schneidwerk aus. Und das ist problemfreier, dann das Schneidwerk vom Schneidwerkswagen zu kriegen. Wenn er manchmal nicht ganz eben steht und wenn er im Arbeitsmodus ist, dann hebt er vorne noch etwas weiter aus. Das heißt, dann ist es auf jeden Fall einfacher, das Schneidwerk hier unfallfrei vom Schneidwerkswagen zu bekommen. Wäre das jetzt nicht eingeklappt oder nicht aufgeklappt gewesen, hätte er wahrscheinlich wieder ein bisschen gehakt und hätte den Schneidwerkswagen erstmal 10 Meter mitgeschoben. Das kennen wir alle. So, jetzt hier nochmal am Baum vorbei. Und dann wollen wir mit ihm starten. So, mal gucken, wen stellen wir heute ein? Hermann. Hermann, leg los. Wollen wir erstmal einmal Vorgewende. Natürlich drumherum. Ich werde jetzt hier die üblichen Gerätschaften herbeischaffen. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Micha. Tschüss.